Los, fangen wir uns auch mal einer ein, das wollte ich immer mal. Sieht das immer nur im Fernsehen aus. Nichts nach. Sollen spazieren. Was macht ihr für 3.000 Euro im Monat? Hey, ihr seid cool, Mann, Alter. Für 3.000 Euro machen die das im Monat. Respekt. Hier, guck mal, die hat ganzen Bluterguss an der Hand. Wir wollen spazieren. Zeig mal deine Hand hier. Das ist ein Bluterguss, aber volle Pulle. Leute, tatsächlich, ihr macht das für 3.000 Euro im Monat, macht ihr sowas? Ihr macht euch ein bisschen lächerlich, Alter. Warum müssen Sie die Frau so schubsen? Ja, weil... Was sollte ich das? Ich sag ja immer so, da sind Personen, denen im Prinzip durch ganz einfache Psychologie den Kopf gewaschen wurde, dass denen die Zukunft die bekommen ungefähr, weiß nicht, 3.000 Euro im Monat, dann wird ja gesagt, okay, ihr könnt davon leben. So, das ist euer Job. Ihr dürft die nicht durchlassen. So, und die halten sich tatsächlich daran. Das ist ja das Schlimme dabei. Ja, weil doch so eine Frau, die wirklich keine... Genau. Und dann noch eine Frau zu schubsen, ist es eigentlich, wissen wir doch alle, das ist Faschismus. Das ist ja nichts anderes als Faschismus. Wenn einer, sage ich mal, gegen so einen Kerl mal vorgeht, das finde ich, okay, ist in Ordnung. Aber gegen eine Frau, das ist doch schon schlimm. Also was Schlimmeres gibt es doch nicht. Die Polizei wertet ihre Personenansammlung als Versammlung nach dem niedersächsischen Versammlungsgesetz. Geil. Das bedeutet für Sie, dass Sie den Schutz des Versammlungsrechts nach dem Grundgesetz genießen. Die Polizei erlässt weiterhin Beschränkungen. Ihre Versammlung ist auf den vom Rathaus ausgesehen rechten Teil des Brandplatzes örtlich beschränkt. Weiterhin darf Ihre Versammlung sich nicht in Bewegung setzen. Ich wiederhole, Ihre Versammlung ist vom Rathaus gesehen auf die rechte Seite des Kampfplatzes räumlich beschränkt. Weiterhin beschränken wir Sie dahin, dass sich Ihre Versammlung nicht in Bewegung setzen soll. Wir fordern Sie auf, dass
dass sich aus Ihren Reihen eine Person findet, welche sich als Versammlungsleiterin oder Versammlungsleiter zu erkennen gibt, damit die Polizei mit Ihnen im weiteren Verlauf Ihrer Versammlung aktiv gestalten kann. Ende der Durchsage, Uhrzeit 14:53 Uhr. Leute, tatsächlich, sowas macht ihr für 3.000 Euro? Sie sowas antun? Respekt. Ja, ich glaube nicht, dass er das unbedingt toll findet. Also, ja, aber... Guck in seine Augen, dann weißt du, ob er es toll findet oder nicht. Ängstlich alles, ne? Ja, nicht ängstlich, aber... Hier sind sie wenige.